Das ist schon mal... Oder dass es das Fragment ist, wo der kleine Junge davor steht. Irgendein Gebäude. Das muss das jetzt sein hier. Hier, geh mal weg. Warte mal, da sind noch... Geh mal weg. Phil. Ich brauche das Fragment. Gib mir das. Jetzt. Ist sich gerade im Gange wichtiges Spielen von Freunden, haben nur zu dritt Mitglieder vom Wander. Wenn ihr mitspielen wollt, muss ich erst sprechen mit anderen. Paloscha, müsst ihr später wiederkommen. Ach komm, ihr habt das Fragment. Gibt's so. Wie komme ich jetzt das Fragment ran? Das muss ja da drin sein. So, hast du noch was zu erzählen? Dorfältester. Ui, Besuche. Privet. Willkommen in Svadrostok. Haben früher hier gelebt, heldenhafte Priester, sind alle Bewohner von Dorf mit großem Stolz auf ihn. Längst verstorbene Vorfahren haben erlitten furchtbare Angriffe vom Monster. Aber hat sagenhaft der heilige Mann sie gerettet vor Bösen. Wollten Unholde nehmen, Rache an Priester, aber haben tapfere und holde Bewohner von Dorf ihnen geschützt. Sind wir stolz auf Priester und auf mutige Vorfahren. Werden wir auch in Zukunft weitergeben, glorreiche Legende an den nächsten Generat. Ui, 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 ui. Was ist sich Grund für Unterbrechung? Was? Ihr wollt behaupten, Legende sich ist sich Lüge? Ist sich euer misslungener Versuch von Witz? Behauptet ihr also, Inschrift von Denkmal ist sich Fälschung und nicht Original? Denkt ihr wohl, ich bin Dummkopf? Ist sich überhaupt nicht möglich? Sagt ihr nichts als Unsinn? War ja klar. Ein Dickkopf. Hallöchen. Besuch. Privet und willkommen. Okay, das war's. Gibt's hier irgendwas? Gibt es in diesem auf keinerlei Aufzeichnung über diese furchtbaren Geschehnisse? Doch, ich vertraue darauf, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt und die Gerechtigkeit obsiegen wird. Das ist unser Roland. Das ist unser Roland. Wir könnten den Ältesten erklären, dass wir damals hier waren. Vielleicht würde ihn das hier überzeugen. Ich glaube nicht. Oder vielleicht auch nicht. Er würde uns bestimmt für verrückt halten. Wenn wir doch nur einen und umstößlichen Beweiser verfinden könnten, was wirklich passiert ist. Dann müsste der Doppelter uns einfach glauben. Boah, brauche ich jetzt einen Beweis? Vielleicht ist hier irgendwas? Ich glaube, das ist immer noch... Das heißt, ich kann das auch nicht irgendwie abnehmen, ne? Okay. Was haben wir denn hier? Willkommen. Kommt da rein, wenn ihr ein oder zwei Sachen braucht. Hier waren wir, glaube ich, nicht drin. Willkommen in meinen Laden. Was hast du denn? Sirenenschwert. Kriegshammer. Ein Flammenbumerang, Drachenpanzer, Sturmschild. Oh, ich muss unbedingt mal die Leute ausrüsten, ne? Vom Endkampf auf jeden Fall. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mal was tun. Jetzt ist halt die Frage, ne? Gibt's hier irgendwas? Ich komme nicht an das Fragment ran. Warte mal, vielleicht der kleine Junge jetzt. Wir sollten ihn ja besuchen. Ja, es ist alles wahr, was er sagt. So, du bist der lebende Beweis eigentlich. Ja, so eine Dorfbewohner. Okay, du sagst das Gleiche.
Geständnisse eines Medaillenjägers, okay. Bereits 5 Medaillen. Ist aber nicht das, was ich suche eigentlich. König Maximus, du bist so. Oh mein Gott. Ja, super. Jetzt komme ich da. Wie komme ich jetzt an das Fragment ran? Was stand da jetzt? Anwesen, oder was? Seht es ist. Anwesen, eine Tafel befindet sich in einem Gebäude. Ja, und das Gebäude ist das einzige. Wo das Kind ist. Da ist das Fragment drin. Safe. Geh weg. Ich klatsche dich um. Geh weg. Ah, jetzt passiert übrigens. Haha. Wollt ihr treten hinein? Ja. Ich muss erst fragen, ob der so lange war. Okay, jetzt kommen wir rein. Ihr könnt jetzt reindenken. Kommandant Sascha hat Erlaubnis. Aber gibt sich eine Bändigung. Müsst euch anschließend Banner von Sascha akzeptieren. Ja, komm. Ich brauch das. Ich brauch das Fragment. Ah, glaub, da ist es, ne? Brauche ich mal. Ist viel zu schwer. Kann ich unmöglich bewegen. Ja, da ist es doch, oder? Oder ist es ein Stück von der Tafel? Sascha, ich stell die neueste Mitglied von Bande vor. Kann ich sehen. Hast du gute Fülflüsse? Musst du jetzt sofort rücken zu posten. Jawohl. Ihr seid also die neuesten Mitglieder von der Bande. Mein Name ist Sascha. Ja, so heiße ich. Ich bin ungefochter Anführer und Herrscher von Kinder. Hoho! Okay, ich möchte mich jetzt Kommandant nennen. Ich hoffe, das ist klar. Ihr müsst jetzt helfen, Bergung von seltsamem Objekt haben wir gefunden. Ich wollte Loch graben als Versteck vom wertvollen Satz, aber ich bin... Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich bin mir nicht sicher, auch... Ist sicher auch ein wertvoller Schatz. Ich kann ihn leider nicht heben. Ja, komm, machen wir mal. Okay, gut gesagt. Mein loyaler Untergebener. Schaut in ein Loch hinein. Vergraben. Mysteriöses Objekt. Abgewetzte Steintafel. Huhu, ihr habt geborgen, wertvollen Schatz dabei. Was ist in Schrift? Ihr müsst ihn vorlesen. Lies ihn schon genau vor. Der in den Schein gemessene Text lautet wie folgt. Wo Volk hat gehalten Priester für Monster und hat versucht Ausmerzung von selbigen. Waren wir sicher, er war Verbündeter von teuflischen Ungeheuer auf Berg, haben wir auf ihn eingeschlagen mit bösen Hieben. Hat er aber in Wahrheit gebracht selbstloses Opfer von menschlicher Gestalt für Schutz von ganzem Dorf. Ist sich gewesen großes Glück, dass Gruppe von Abenteuer hat verhindert Tod vom Priester, aber war standen schon verursachen und ist gelegen große Schande über Dorf. Ist sich Ziel von Denkmal, dass furchtbare Wahrheit und Schuld gegenüber Priester werden nie vergessen. Ist sich manmal für ein eigene Schwäche und Andenken an stoische Stärke von heldenhaften und heiligen Priester. Aber Kommandant, ist Lev vielleicht doch nicht dummer richtiger Lügner? Ist wirklich Wahrheit? Hat Lev doch erzählt richtige Geschichte? Tja, Kinder. Aber Erwachsene erzählen andere Geschichte. Ist doch nicht möglich, so große Irrtum. Aber Geschichte auf alten Stein ist sich identisch mit Geschichte von Lev. Halt, steht noch mehr auf Tafel. Sagt, vergraben von Dorfältesten. Für Dorf. Ist sich nicht möglich. Hat Ältester in Vergangenheit verborgen Wahrheit vor ganzem Dorf. Haben Bewohner von... Okay, falsche Geschichte. Okay. Er wollte es nicht wahrhaben, wie es aussieht, und hat sich einfach eine eigene gekritzelt.
Ich habe gehofft, ich habe getroffen Entscheidungen als Kommandant von Kinder. Müssen, okay. Alles klar. Müssen aufteilen Bande und verbreiten neues Wissen im ganzen Dorf. Bastibo, Untergebene, geschenkt als Belohnung. Ja, komm, Fragment. Ja, Fragment, da ist es doch. Da ist es, da ist es, das letzte Fragment. Fragment, 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 Fragment. Okay. Oi, hab ich richtig, richtig gehört? War versteckt alte Steintafel unter Dashta? Ist sich möglich. Polusche, muss ich näher ansehen. Hier, bitte. Kannst du wieder ankleben. Uiuiui, ist sich verflucht. Warum ist nicht worden zerstört? Stück von Beweis. Verfluchter Isel von Dumpfkopf. Ja. Er hat's versteckt. Iswind, ich hab gelacht aus Beruflichkeit wegen Offensichtlichkeit von Unterschied zwischen Inschrift auf Steintafel und Inschrift auf Denkmal. Ist sich harmlos und hat keine Bedeutung, aber wäre vielleicht besser, wenn nicht existiert. Ja, ist sich besser Lösung, ganz bestimmt. Jetzt macht er die kaputt. Super Teil. Na, ah, ist sich viel besser. Drobo, müsst ihr mich erinnern, wovon hat Gehandelgespräch? Ah, jetzt weiß ich. Wart ihr dabei, mir zu berichten, Vorbereitung, Verbreiser und von Absicht, niemals zurückzukehren? Wünsch euch also gute. Was für ein korruptes. Was für ein korrupter Typ. Was ist hier los? Egal, ich habe mein Fragment. Von mir aus kann die Stadt in den Untertagen geweiht sein. Dämonenkönig, ich habe eine Stadt für dich als Opfer, ja? Beziehungsweise einen Typen. Okay, die ganze Stadt kann nichts haben. Ihr dürft dafür aber nichts tun. Alle anderen dürft ihr von mir aus quälen. Dafür bin ich. So, okay. Dann gucken wir mal. Teleportation? Schloss Faraday, Osten. Wo ist das auf der Karte eigentlich? Da. Osten, Faraday. Schreine absuchen. Osten. Dann gucken wir mal irgendwo. Was war das denn hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung mehr. Einfach mal reingehen. Vielleicht ist das der Eingang. Hier ist der See der Seligen. Dich habe ich gesucht. Hier waren wir schon mal. Stimmt, hier waren wir schon mal. Und hier ist. Da ist die. Das ist die Tür, ne? Und dahinter ist das Fragment. Ich warte hier schon seit Ewigkeiten, das Licht, das einst im Lande erleuchtet ist, vor langer Zeit erloschen und wartet und wartet, wartet. Kann ich da irgendwie dran? Ah, ich muss vielleicht. Hab ich ein Bild? Ich dachte, ich muss hier jetzt irgendwas machen. Warte mal,
Ich lese jetzt mal gleich mal. So. Die Lotusblüte, die auf dem Becken treibt, dient den heiligen Zweck des Allmächtigen. Geht, Steinträger. Geht zu ihr hin und tut so euren ersten Schritt auf den Pfad der Wahrheit. Wenn ihr das Zeichen des Allmächtigen erreicht, müsst ihr den Stein in die Höhe halten und die Zeit der Wiedererweckung einläutern. Die Tür steht euch nun offen, ihr dürft eintreten. Okay. Obschon es jene gibt, die den Untergang des Allmächtigen betreiben, wisset, dass seine Macht und Gnade ewig sind. Er hat seinen auserwählten Volke das größte aller Wunder hinterlassen, die Fähigkeit, ihm eines Tages wiederzuwecken. Wir, der heilige Orden des Allmächtigen, geloben feierlich das Geheimnis seiner Wiederweckung in alle Ewigkeiten zu hüten. Wir warten geduldig auf den Tag, an dem der Träger des heiligen Steins erscheint und der Morgen eines neuen Zeitalters anbricht. Haben wir überhaupt den Stein? Ich habe jetzt einfach nochmal ja gesagt. Ich bin mir unsicher, wie ein Engelstrainer. Blaues Fragment. Magus-Siegel. Blutrubin. I don't know. Könnte dieser Stein von Menschen selbst erbaut worden sein? Wenn ja, dann gehört dieser Soldat bestimmt zu seinen treuesten Kriegern. Okay, jetzt weiß ich endlich, wo der See der Seligen ist. Und dahinter ist nämlich das Fragment. Und dafür müssen wir irgendeine Blume? Blume? Aber der sagt jetzt aber auch nicht wo, ne? Sagt der wo? Die Lotusblüte, die auf dem Becken treibt, dient. Geht zu ihr hin und tut. Aber wo ist die Lotusblüte? Ich habe keine Ahnung. Es geht. Okay. Und dann brauchen wir noch einen Stein. Alles klar. Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir gehen jetzt erstmal zur Alles Neu-Abtei. Und geben Aisha auf jeden Fall was Neues. Das muss ich mal gucken. Die müsste jetzt Level 8 gekommen sein, ne? Genau. Tänzerin. Jetzt, warte mal, was ist sie denn jetzt schon? Ich glaube, das war das erste, oder? Von den ganzen. So. Alles klar, sie ist Tänzerin und Gok. Das heißt, jetzt kommt Trobador. So. Ja. Zack. Wir sind ja soweit fertig. Nee, bei unserem Roland dauert es noch. Dann ist die Frage, was wir ihm als nächstes als Monster geben. Aber gut. So. Verdammt, ich kann ihn hier nicht ausrollen. Ein bisschen weiter am Rand gehen. Ah, hier könnte es klappen. Ja, okay, perfekt. So. Ich gehe jetzt nochmal da in der Ecke hin, wo noch weiß ist. Also da muss ja irgendwas noch sein. Irgendwas muss noch zu holen geben. Also hier, genau, das war. Irgendwo muss das sein. Irgendwo ist der Eingang. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Da ist auch wieder so ein Schrein. Komme ich auch so nicht hin. Hier ist das Schloss von
von einem, können irgendwie von einem Mini-Medaillen. Irgendeine Kirche. Hier war auf jeden Fall so ein Altar von den Allmächtigen. Jetzt wollte ich mal gucken, warte mal. Das war. Hier, das war hier.